Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Bundesminister, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher, von all den gesetzlichen Änderungen, die wir hier unter den Finanztagesordnungspunkten 8 bis 10 diskutieren, sind die Änderungen, und das muss man zugeben, im Einkommensteuergesetz und am Rande im ASVG positiv zu bewerten. Die Erhöhung der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen an Sportler, Schiedsrichter und Sportbetreuer war schon längst überfällig und wurde von der FPÖ auch stets gefordert. 14 Jahre hat es gedauert. Ab 01.01.2023 wird dieser Wert endlich angepasst. Aber wir haben auch noch viele andere Werte im Einkommensteuerrecht, wo wir einen dringenden Anpassungsbedarf an die Inflation haben. Das Pendlerpauschale, ich habe es schon öfter hier erwähnt, ist seit 01.01.2011, abgesehen von der befristeten Mini-Erhöhung, nie erhöht worden. In Anbetracht der mit 01. Oktober 2023 eingeführten CO2-Strafsteuer ist das natürlich unfassbar. Die CO2-Strafsteuer wird ab 01.01.2023 noch einmal erhöht. Ein weiterer Punkt, das amtliche Kilometergeld, wurde seit 01.07.2008, also seit mehr als 14 Jahren, nicht erhöht. Im letzten Finanzausschuss hat die FPÖ einen Antrag auf Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes eingebracht. Dieser Antrag wurde vertagt. Heute bringen die Regierungsparteien selbst einen entsprechenden Antrag ein. Wir bewerten das, Herr Bundesminister, als positiv. Bei der Anpassung der Werte im Steuerrecht geht es aber nicht nur um Entlastung, sondern natürlich auch um Entbürokratisierung. Es geht um Verwaltungsvereinfachung und da ist auch das Werbungskostenpauschale ein wichtiger Punkt. Dieser Betrag, diese 132 Euro, wurden seit 1988 nicht erhöht. Wir haben immer gefordert, dass als Entbürokratisierungsmaßnahme dieser Wert auf 300 angepasst werden soll. Ist auch ein Punkt, der im türkisblauen Ministerratsvortrag vom 01.05.2019 enthalten ist. Nunmehr wird diese Forderung in einem Abänderungsantrag auch umgesetzt. 60.000 Arbeitnehmer ersparen sich hier zukünftig die Arbeitnehmerveranlagung. Auch die sonstigen inflationsbedingten Erhöhungen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Veranlagungsfreibetrages oder die Erhöhung der Freigrenzen bei den sonstigen Bezügen, begrüßen wir ausdrücklich und wir werden diesem Abänderungsantrag auch zustimmen. Nun aber zu meinen Kritikpunkten zu den sonstigen Gesetzen. Wir alle wissen, dass der europäische Strommarkt aufgrund des Merit-Order-Prinzips nicht funktioniert. Und was macht die Bundesregierung? Anstatt sich in Brüssel dafür einzusetzen, dass das Strommarktdesign geändert wird, beschränkt sich die Bundesregierung auf die Symptombekämpfung und auch das nur mehr schlecht als recht. Das Stromverbrauchsreduktionsgesetz ist ein reiner Marketing-Schmäh der Umweltministerin. Viele Millionen Euro werden hier für Marketingmaßnahmen unter dem Titel bewusstseinsbildende Maßnahmen zur Reduktion des Stromverbrauchs beim Fenster rausgeworfen, anstatt die Endverbraucher zu entlasten. Und hier profitiert nicht der Endverbraucher, hier profitiert das Werbebudget der Umweltministerin. Mit dem Bundesgesetz über den Energiekrisenbeitrag Strom werden massive Krisengewinne, die manche Stromerzeuger über viele Monate erzielt haben und noch erzielen werden, lediglich für einen Zeitraum von einem Monat im Jahr 2022 und für drei Monate im Jahr 2023 abgeschöpft und das noch dazu unter Anrechnung massiver Absetzbeträge. Die Masse der Krisengewinne dürfen sich die Stromerzeuger behalten. Bei den fossilen Energieträgern sieht es nicht anders aus.
von den 6 Milliarden Euro Krisengewinn, die ein Mineralölkonzern im Jahr 2022 erwirtschaftet hat, werden lediglich 1 Milliarde Euro Krisengewinn abgeschöpft. Und da verwundert es auch nicht, dass man lediglich mit Einnahmen von 2 bis 4 Milliarden Euro rechnet. Diese Einnahmen sind auch nicht zweckgebunden für die Entlastung der leidgeprüften Endverbraucher, sondern versickern im allgemeinen Budget. Die FPÖ wird dieser Symptombekämpfung, wo ein Krisengewinner vom anderen Krisengewinner profitiert, sicher nicht zustimmen. Vielen herzlichen Dank.